Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich ja euch meine kleine Medimops-Bestellung zeigen. Und zwar habe ich mir selbst 4 Bücher bestellt. Ich habe bei Momox einiges an Büchern verkauft und habe mir bei Momox das Geld nicht auszahlen lassen wie bei Rebuy, sondern eben gut schreiben lassen als Gutschein und habe das Geld mehr oder weniger mit ein bisschen was on top. Sozusagen, ich habe also noch ein bisschen was übrig bei Momox, bei Medimox, aber es sollten jetzt auch nicht gleich wieder so eskalierende Bestellungen sein. Ich habe auch 2 Bücher für eine Freundin mitbestellt und dementsprechend zeige ich euch heute einfach mal die Bücher, die ich mir bestellt habe. Ich habe jetzt den Karton tatsächlich schon heute Vormittag ausgepackt, aber ich denke, das tut nicht zur Sache. Es sind jetzt 4 Bücher, die hier liegen. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Das erste Buch ist Rebecca von Daphne du Maurier. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Eine sehr schöne Ausgabe, wie ich finde, mit diesem Rot und dieser Frau. Und es heißt einer der erfolgreichsten Romane der Welt und ist aus dem Fischer Verlag. Es war Zustand gut. Ich würde tatsächlich sagen, er ist gut. Er ist natürlich ein bisschen vergilbt, die Seiten. Es sieht auf jeden Fall gelesen und auch gebraucht aus. Original ist das Buch von 1940 und diese Ausgabe von 2005 hat einen Menge-Exemplarstempel. Er sieht auch hier definitiv gewählt aus, also es ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe 3 Euro gezahlt, von daher ist das für mich absolut auch okay. Es heißt hier, vor der Kulisse des alten englischen Herrensitzes Mandalay entsteht langsam aus der Vergangenheit auftauchendes Bild jener geheimnisvollen Frauen, deren Schatten einer großen Liebe zum Verhängnis zu werden droht. Rebecca ist der Klassiker unter den großen Unterhaltungsromanen, ein Generationenbuch, dessen Popularität einzig mit Vom Winde verweht vergleichbar ist. Und auf dieses Buch bin ich gestoßen durch die liebe Nettie und es heißt hier eben auch, ein düsteres Geheimnis liegt über dem alten englischen Herrensitz, als Maxime de Winter, der Besitzer des Schlosses, mit seiner jungen zweiten Frau in die Heimat zurückkehrt, ist sie verwirrt von der überwältigenden Größe des Anwesens, den unendlichen Zimmerfluchten, der abweisenden Förmlichkeit der Dienstboten. Alles in diesem Haus trägt noch immer den Stempel von Rebecca, der ersten Frau Maxims. Und es geht hier eben um eine tragische Geschichte und ich bin sehr, sehr gespannt darauf und freue mich sehr, das demnächst auch zu lesen. Dann ein Buch, das ich schon länger auf der Wunschliste habe. Ich denke so ziemlich, seitdem ich im Downton Abbey-Fieber war. Ich glaube, da ist einem das immer so ein bisschen vorgestellt worden. Von Evelyn Waugh, Wiedersehen mit Brideshead. Ein Roman, der schon sehr zerlesen aussieht. Also man sieht, er ist sehr vergilbt, dafür, dass das ja eigentlich weiß ist. Hinten ein riesen Klappentext. Das Buch ist aus dem Jahre 83, also ist so alt wie ich, auch nicht schlecht. Ich bin zum Glück noch nicht ganz so vergilbt. Und original ist es ja von 1944. Und das gibt auch eine Serie, eine Filmserie, eine Fernsehserie zu diesem Roman. Und ich bin einfach darauf aufmerksam geworden. Ich glaube immer so Downton Abbey und dann ist das gezeigt worden, denn er ist der berühmteste Roman von Evelyn Waugh. Dieses farbige, respektlose Porträt der Marchmains of Brideshead, einer der wenigen katholisch gebliebenen Adelsfamilien in England, ist nichts Geringeres als ein Versuch, dem Wirken dessen, was Gott mit einer heidnischen Welt vorhat, nachzuspüren. So entstand ein faszinierendes Abbild der Londoner Aristokratie, des Landadels, der Politik und der Künste zwischen den beiden Weltkriegen. An Darstellungskunst ist dieser Roman wirklich ein Meisterwerk, urteilt die Weltwoche. Mit bitterem Humor gibt Waugh eine herrliche Charakterisierung der exzentrischen Typen und der Lebensweise der englischen Aristokratie, die Zeit. Und es ist eine siebenteilige Fernsehfilm, unter anderem mit Jeremy Irons, Anthony Andrews, Sir Laurence Olivier und Diane Quick. Und ich kenne die Serie nicht, habe da auch, glaube ich, noch nicht keine Folge irgendwie geguckt. Aber es klingt so ein bisschen auch, gerade wenn man so an zwischen die zwei Weltkriege denkt, an diesen Hinweis, auch so ein bisschen an den großen Gatsby und natürlich einfach an Downton. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen rankommt. Es ist auch nicht allzu dick, hat 312 Seiten und ich bin mega gespannt. Auch das war relativ günstig. Heißt sogar noch gut. Ich würde das tatsächlich nicht mehr als gut bezeichnen. Aber wenn es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen sollte, dann wird das auf jeden Fall auch
auch nochmal neu bei mir anziehen. Dann ein Buch, das glaube ich das teuerste war mit 4 Euro, aber wirklich noch top im Schuss ist, und zwar Kate Atkinson, Die Unvollendete aus dem Trömer Verlag, und das sieht wirklich aus wie einmal vorsichtig gelesen gefühlt, also ich, wenn es überhaupt gelesen war, man sieht wirklich, dass das top in Schuss ist, ein Buch, das auch schon ein ganzes Weilchen auf der Wunschliste steht, und es heißt hier einer der besten Romane, die ich in diesem Jahrhundert gelesen habe. Faszinierend, ich habe in diesem Jahrhundert, stimmt, das hat erst angefangen, ist ursprünglich aus 2013 und es heißt hier, man lebt nur einmal, wirklich. Ursula Todd stirbt bei ihrer Geburt 1910 und wird in derselben Winternacht wiedergeboren. Sie wächst auf, stirbt und kommt erneut auf die Welt. Immer wieder und wieder. Durch diese Gabe kann sie ihr Schicksal und das ihrer Familie und Freunde entscheidend ändern. Ursula will ihr Leben und ihre Lebensumstände verbessern. Doch was ist ein perfektes Leben? Und auf das bin ich tatsächlich, glaube ich, immer so ein bisschen aufmerksam geworden, wenn es um Zeitreisen geht. Es wirkt hier eben auch wieder so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Hat natürlich nichts mit Zeitreise im klassischen Sinne zu tun. Geht aber, denke ich, auch so ein bisschen in die Richtung der unendlich vielen Leben des Henry irgendwas, der ja auch immer wieder geboren wurde und eben mit dem Wissen, was er vorher auch wusste. Und das wirkt hier eben auch so, und ich finde auch das Cover unglaublich gelungen. Also sechsmal diese Frau, die ja wahrscheinlich Ursula sein wird, in eine andere Richtung blickend, und ich finde das irgendwie cool gemacht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird, ist ein Roman, der sehr gefeiert wird, wenn man sich die Rezension anschaut, und ich bin da sehr gespannt drauf. Und über das letzte Buch bin ich sehr, sehr enttäuscht und überlege tatsächlich, ob ich es zurückschicke, denn auch dieses Buch hatte den Hinweis gut. Und da muss ich ehrlich sagen, nee, ist es nicht. Und zwar Das Lavendelzimmer von Nina George. Ein Buch, das auch schon über ein Jahr, glaube ich, auf meiner Wunschliste steht, weil ich eine Kurzgeschichte von Nina George gelesen habe, die mir sehr gut gefallen hat, aus dem Knauer Verlag. Und das ist nicht gut. Dieses Buch ist definitiv in die Badewanne gefallen. Das sieht man unglaublich. Es ist total zerknittert. Es ist hinten komplett zerwellt. Und ich würde das, wenn das mein Buch gewesen wäre, ich hätte das nicht mal mich getraut, an Medimops zu schicken. Und ich verstehe nicht, warum Medimops so etwas annimmt. Also das ist wirklich etwas, wo ich denke, nee, das wäre tatsächlich ein Buch, was ich keinem mehr weiterverkauft hätte. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es einfach ignoriere und lese, weil der Inhalt bleibt ja der gleiche. Oder ob ich tatsächlich zurückschicke. Es war jetzt nicht so teuer, ich glaube auch so um die 2 Euro. Ja, neu kostet es 9, da könnte man jetzt überlegen. Aber ich bin da wirklich enttäuscht. Das ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, wirklich enttäuscht bin bei Medimox. Ich glaube, ich hatte schon mal, dass ein Schutzumschlag fehlt. Was ich tatsächlich noch nicht mal schlimm fand, weil das Buch darin auch nicht hässlich war. Aber hier muss man echt sagen, das ist echt nicht schön. Aber gut, im Lavendelzimmer geht es ja. Dieser Geschichte wohnt ein unglaublich feiner Zauber inne. Und es ist ein Roman über die Macht der Bücher, die Liebe und die Magie des südlichen Lichts. Und er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert. Der Buchhändler Jean Perlou verkauft auf seinem Bücherschiff Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen. Seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Provenzalin Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück, außer einen Brief, den Perlou nie zu lesen wagte, bis zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert und Monsieur Perlou aus der kleinen Rue Montagnac auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben. Eine Geschichte, die mir schon ganz oft empfohlen wurde, auch schon sehr oft, ich auch schon gedacht habe, jetzt musst du es mal lesen. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein Buch, was ich mit in den Urlaub nehme. Da kann es dann ja auch so aussehen, wenn es am Strand ist und man es vielleicht dann einfach auch im Urlaub lässt. Da werde ich mich mal mit meiner Urlaubsbekleidung besprechen und ob wir das Buch einfach mal mitnehmen, ob uns das beiden gefallen könnte. Und tatsächlich sehr schade, ist mir so auch tatsächlich noch nie passiert und mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ansonsten die beiden Bücher für meine Freundin, die hat sie schon. Die habe ich ihr heute auch direkt schon in die Hand gedrückt. Und aber das bietet sich ja immer an. Also ich finde auch bei Medimops ist es auch ganz schön zu bestellen, weil ich glaube bei 10 Euro ist es portofrei.
was ich tatsächlich gut finde. Und wenn man eben Guthaben hat, ist es sowieso noch besser. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was. Ich glaube, ich habe jetzt nochmal so 10, 12 Euro. Aber ich, ja, man weiß nie, wann einem mal wieder ein gebrauchtes Buch über den Weg läuft, was man gerne hätte. Oder vielleicht auch das nächste Buch für unseren Leseklub, wo ja dann auch Mitte Oktober die Abstimmung, Mitte September das Buch für die Oktoberabstimmung sein wird. Da könnt ihr natürlich gerne mal in die Infobox gucken und ja. In diesem Sinne, schreibt mir doch gerne mal, ob ihr eins dieser Geschichten kennt, wie ihr es fandet. Wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Auch welche Erfahrungen ihr so gemacht habt, schreibt mir das gerne, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.